Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Finance TV. Heute darf ich Ihnen unseren CFO des Jahres 2015 vorstellen. Er arbeitet in einem börsennotierten Familienunternehmen und hat dort auch noch eine eigene Steuerungsgröße etabliert. Unser CFO des Jahres 2015 ist Dr. Alexander Seelen, Finanzchef von Fuchs Petrolub. Herzlich willkommen und ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, guten Abend, Frau Reifenberger. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben, Herr Seelen, bei Fuchs Petrolub eine sehr, sehr starke Wachstumsgeschichte hingelegt. Und Sie arbeiten in einem Unternehmen, das sich auch dadurch auszeichnet, dass es an den CFO große Anforderungen stellt, weil Sie zum einen noch eine Eigentümerfamilie haben. Die hält die Mehrheit der Stimmrechte, hält rund ein Viertel am Kapital. Die stimmrechtslosen Aktien sind mehrheitlich im Streubesitz. Seit 2008 ist das Unternehmen auch im MDAX gelistet. Wie prägt es die Arbeit als Finanzchef, wenn ich auf der einen Seite die Eigentümerfamilie habe und auf der anderen Seite auch die freien Aktionäre, denen ich ebenfalls gerecht werden muss? Ja, es klingt nach einem Spannungsverhältnis in der Tat, aber es war keins. Interessenskonflikte habe ich eigentlich in den 17 Jahren, wo ich bei Fuchs war, nicht erlebt, weder in der Dividendenfrage noch in strategischen Entscheidungen. Die Familie war der Ankeraktionär. Dachte langfristig, hatte einige Elemente von Warren Buffett, muss ich sagen, so dass wir also hier einen Ankeraktionär hatten, der uns auch die Heuschrecken in Anführungszeichen fernhielt. Das heißt, wir konnten uns auf das Geschäft konzentrieren und haben damit auch den sichtbaren Erfolg erwirtschaftet. Ich glaube, die Lösung dieses Problems liegt in einer guten Corporate Governance. Die haben wir dadurch, dass Vorstand wie Aufsichtsrat beide unabhängig sind. Sie wissen, wir haben einen sechsköpfigen Aufsichtsrat. Da haben wir nur ein Familienmitglied drin. Was den Vorstand anbelangt, hier haben wir vier Personen. Auch nur ein Familienmitglied ist in diesem Vorstand vertreten. Also insofern waren es die beste Voraussetzung, dass ich mich als CFO um Transparenz, um Wertfindung, um eine transparente Kommunikation kümmern konnte. Und wie man sieht, der Aktienkurs hat es auch honoriert. Auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Sie haben intern im Unternehmen auch Ihre eigene Steuerungsgröße etabliert. Sie haben den Fuchs Value Added dort eingeführt während Ihrer Amtszeit. Ein Controlling-Ansatz, der auf dem Economic Value Added basiert. Das heißt, jede Investition muss zumindest ihre Kapitalkosten erwirtschaften können. Diese Steuerungsgrößen auf Basis des EVA kennt man eigentlich eher aus Großkonzernen. Was hat Sie denn bewogen, das in einem Familienunternehmen einzuführen? Also wir hatten ein starkes Wachstum. Wir hatten auch Ressourcen, die knapp waren. Insofern haben wir gedacht, so ein Kombinationsmodell, wo wir auf der einen Seite eine Erfolgsorientierung und einen sparsamen Einsatz von Kapital haben, welches dann noch verbunden wird mit Incentivzahlungen, ist das richtige Modell für uns. Und die letzten 17 Jahre ist dieses Modell auch uneingeschränkt in der gesamten Welt von Fuchs anerkannt worden. Wir konnten damit Ziele setzen und diese Ziele abverfolgen. Insofern haben wir eine Art Win-Win-Situation geschaffen, indem wir die Ziele des Unternehmens formuliert haben, indem wir in Form von Werttreiber versucht haben, unser Topline zu steigern, unseren Profit zu steigern. Die Mitarbeiter haben das verstanden. Was unseren Kapitaleinsatz anbelangt, haben wir Modelle wie das Net Operating Working Capital ins Leben gerufen, sodass also auch jeder Managing Director hier heute bestens Bescheid weiß. Und wenn man in die gleiche Richtung schwimmt und auch den Erfolg dann sichtbar werden lässt, ist das, glaube ich, ein hervorragendes Instrument, was ich an sich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Sie haben dieses Mantra entwickelt, Cash is King. Und das ist, glaube ich, jedem Ihrer Mitarbeiter inzwischen geläufig. Diese Einstellung zeigt sich auch in den Zahlen. Sie haben immer darauf geachtet, dass auch bei anstehenden Investitionen oder M&A-Deals, dass die Verschuldung niedrig bleibt, dass ein ganz komfortables Eigenkapitalpolster vorhanden ist. Sie hatten vor 10, 11 Jahren, Ende 2013, noch Eigenkapital in Höhe von gut 130 Millionen Euro. Damals die Quote bei 22%. Inzwischen ist das Eigenkapital auf mehr als 1 Milliarde Euro angewachsen. Sie haben eine Eigenkapitalquote von zuletzt über 70%. Und Sie haben noch immer eine Eigenkapitalrendite von rund 24%. Das sind Zahlen, wo wahrscheinlich
der durchschnittliche Private Equity Investor erstmal das Fremdkapital hochfahren würde, um die Eigenkapitalrendite weiter nach oben zu treiben. Bekommen Sie diesbezüglich von der Investorenseite mitunter Druck? Wir haben eine komfortable Situation. Wir konnten das Unternehmen über die vielen Jahre entschulden. Wir sind von einer Schuldnerposition zu einer Gläubigerfunktion-Position gelangt. Unsere jüngsten zwei Großakquisitionen, die insgesamt um die 200 Millionen gekostet haben, konnten wir aus der eigenen Tasche bezahlen. Also insofern eine komfortable Situation. Es ist heute, glaube ich, so der Ausnahmefall, dass wir auf den Leverage angesprochen werden, weil das Eigenkapital ist an sich eine Basis, auf die man auch die Zukunft bauen kann. Es ist ein Sicherheitspolster und diese 70% der Bilanzsumme, die wir an Eigenkapital angesammelt haben, gibt uns Gewissheit, eben die Zukunft problemlos gestalten zu können. Deshalb werden wir nicht das Eigenkapital zurückführen durch Aufnahme von Schulden, sondern werden eher dieses Eigenkapital nutzen, um das organische Wachstum und auch das externe Wachstum voranzutreiben. Sie haben eben schon angesprochen, auch der Aktienkurs hat sich während Ihrer Amtszeit sehr erfreulich entwickelt. Sie haben das Unternehmen als CFO übernommen, da lag die Marktkapitalisierung bei etwa 150 Millionen Euro. Wir sind inzwischen nach dem dritten Quartal 2015 bei einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro. Was konnten Sie als CFO dazu konkret beitragen und wo hatten Sie vielleicht auch einfach Glück mit dem Kapitalmarktumfeld? Also ich glaube, Glück muss man haben. Ich war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort 1999, als ich bei Fuchs begonnen habe. Unser Geschäftsmodell ist zukunftsfähig. Wir sind weltweit vertreten. Wir haben Produkte, die in allen Branchen einsetzbar sind. Wir schaffen Werte für unsere Kunden, für unsere Partner. Wir sind mit einem internationalen Netzwerk und mit unseren Mitarbeitern, die Spezialisten sind, die in Nischen arbeiten, haben wir uns in vielen Märkten eine Position erarbeitet, die, glaube ich, die Grundlage für diese Marktkapitalisierung bildet. Man hört auch, Sie sind durchaus auch stolz auf das Unternehmen und auf das, was es in den vergangenen Jahren erreicht hat. Nichtsdestoweniger werden Sie diese Verantwortung bald abgeben. Sie befinden sich tatsächlich in den letzten Zügen Ihrer operativen CFO-Tätigkeit. Nach 16 Jahren bei Fuchs Petrolub übergeben Sie Mitte Dezember an Dagmar Steinert, Ihre bisherige Investor Relations Chefin. Was bleibt Ihnen nach dieser Zeit am meisten in Erinnerung? Was hat diese Zeit geprägt? Also ich bin stolz, dass wir in diesen Jahren diesen Weg gehen konnten. Ich war auch sehr stolz, als im Jahr 2004 die Generationsfolge stattgefunden hat, wo der Dr. Manfred Fuchs in der zweiten Generation den Stab an seinen Sohn Stefan Fuchs weitergegeben hat. Ich wurde zu dem Zeitpunkt stellvertretender Vorsitzender. Der Stefan Fuchs war damals 35 Jahre. Also insofern hat man eine gewisse Seniorität der Jugend dazugesellt. Und ich muss sagen, es hat hervorragend geklappt. Das sind viele schöne Momente, die ich mit nach Hause nehmen werde und im dritten Lebensabschnitt dann Revue passieren lassen werde. Da wünschen wir Ihnen alles Gute, einen schönen Übergang. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung. Feiern Sie noch schön, lassen Sie sich auch entsprechend feiern. Einen schönen Abend Ihnen und wir sehen uns beim nächsten Mal mit weiteren Preisträgern. Dann sprechen wir über das Projekt Treasury des Jahres und schauen uns an, welche Transaktion die Fachjury dort überzeugt hat. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschauen. Machen Sie es gut.